Ja, hallo liebe Angler, ich bin Steve Reuter, Teamangler aus dem Hause Berkeley Abu Garcia. Und wir wollen heute gemeinsam einmal mit Naturköder auf Raubfische ansitzen, speziell Aal, Zander, Barsch und Hecht. Was beißt? Wir gucken mal heute, wie es laufen wird. Die Bedingungen an sich sind eigentlich wirklich sehr gut, wenn man so will. Die Sonne ist weg, wir hatten viele, viele heiße Tage. Die Fische sind in Wallung gekommen, jetzt ist ein bisschen Abkühlung. Zum Glück hat es sich abgekühlt. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt werden wir eine Nacht mal probieren. Was an Haken zu kriegen. Genau. Genau mein Angeln, Naturköder auf Aal, das mag ich ja total. Ich liebe es. Mit der Pose. Ja. Wirklich traumhaftes Gewässer hier, ihr seht das hinter uns. Toller See mit viel Schilf, also sieht wirklich traumhaft aus und ja. Ich werde dir auf die Finger schauen und mir natürlich ein paar Tricks abgucken. Steve, geben wir Gas. Ich hoffe, ja. Pack mal's an. An den Wasserpflanzen die Köder platzieren, weil ich will speziell Rotfedern gerne haben. Weil wie gesagt, zu der Zeit, da ist schon wieder eine. Zu der Zeit ist es halt so, dass sie sehr gerne Rotfedern fressen. Die sind zahlreich direkt am Ufer. Perfekte Aalgröße, perfekte Zandergröße. Barsche lieben die. Und du merkst ja auch im Laufe des Jahres, merkst du auch immer so Vorlieben, zum Beispiel Zander, dann anfänglich wollen sie Plötzen, dann wollen sie Rotfedern, dann wiederum mögen sie Ukeleis, wenn die im Gewässer sind. Das ist völlig verrückt. Also, aber man sieht richtig, wie die Fische sich auf eine bestimmte Beute einschießen. Also wie gesagt, es gibt auch Tage, das ist mir passiert, da habe ich auf einem Plötzenschwänzchen ein 88er Zander gefangen. Und dieser Zander hat im Drill ganz viele kleine Plötzen ausgespuckt. Wie gesagt, das war der einzigste Fisch in der Nacht. Das nächste Mal wusste ich Bescheid. Wir haben klitzekleine Plötzen gefangen und drei wunderschöne Zander waren in der Nacht. Also deswegen, man muss immer gucken, was die Zander eigentlich wollen. Und deswegen biete ich auch gerne immer so ein bisschen querbeet an, wenn man dann merkt, aha, die sind auf eine bestimmte Fischart eingeschossen als Beute, dann biete ich natürlich nur die an. Aber das muss man halt immer rausfinden. Ich hatte in der letzten Zeit mit Rotfedern gute Erfahrungen und deswegen versuche ich auch heute Rotfedern zu fangen. Wie gesagt, das ist ja immer eine Glaubensfrage. Ich denke, das ist so. Hab damit auch gute Erfolge schon gehabt. Deswegen schauen wir mal jetzt ein paar Rotfedern zu fangen. Einer meiner Lieblingsmontagen, gerade jetzt zur sommerlichen Zeit, ist die Oberflächenmontage. Viele kennen das gar nicht, aber in den letzten Jahren haben wir natürlich viele mitbekommen. Pelagisches Angeln, Raubfische, die großen Raubfische sind im Freiwasser an der Oberfläche. Und natürlich auch beim Ansitzangeln kann ich ja auch auf die Fische fischen. Und genau das mache ich auch sehr gerne. Da haben wir im Freundeskreis uns eine Montage in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren sogar, immer mehr weiterentwickelt. Und das ist die Oberflächenmontage, wie ich schon sagte. Für diese Oberflächenmontage braucht man natürlich etwas strammeres Gerät. Fische sind ja meistens auch etwas größer. Ich nehme dafür eine Deadbait-Route, die man auch zum Hechtfischen nehmen kann. Große Aale haben auch Kraft oder große Zander. Und der Anhieb muss ja auch sitzen. Deswegen nehme ich eine Deadbait-Route, 50 bis 100 Gramm, 40 bis 80, 60 bis 120, sowas, damit wirklich auch man wirklich Druck ausüben kann auf den Fisch. Eine größere Rolle, gerne auch mit Freilauf, man ist flexibler dadurch. Dann
von der Schnurstärke sollte man wirklich nicht unter 35 bleiben. Ich persönlich gerne in dem 40er und aufwärts auch mal 50er, je nachdem, wenn natürlich Hindernisse in der Gegend sind. Bäume unter Wasser, Steine etc. pp. Ist eine 50er auch kein Problem. Ja? So, wie sieht die Montage aus? Die Montage ist ja, eigentlich selbst erklärt, aber ich möchte es gerne noch mal zeigen. Wie gesagt, ich habe ein Blei. Das ist quasi das Erste, was ich montiere auch. Ein freilaufendes, auf der Schnur hängendes Blei. Ich fixiere das gerne mit zwei Gummistoppern, um beim Werfen auch ein wunderschönes Ausfalten der Montage zu gewährleisten. So als ja, so Abstandshalter. Die rutschen recht schwer, lassen sich trotzdem gut werfen und sind für Fische ja nicht so abschreckend. Dann kommt ein Anti-Tangle-Boom mit einer Pose und eben ein Vorfach nebst Haken, so lang wie ich das möchte. Wie gesagt, in der Regel nehme ich da immer 1 Meter, 1,20 Meter, 1,50 Meter, je nachdem. Das ist im Grunde genommen egal. Ich will ja an der Oberfläche angeln. Egal, ob das 20 Meter Wassertiefe sind, ob das 15 Meter Wassertiefe sind. Ich angel gerne 1 Meter unter der Oberfläche im Sommer. Große Aale, Zander, Hechte, alles zieht dort auch im Sommer lang. So, wenn ich diese Montage jetzt auswerfe, dann sinkt alles zu Boden. Das Blei verbleibt am Boden, die Pose mit Vorfach treibt langsam wieder auf. So lange auf, bis die Pose an der Oberfläche steht. Und das Schöne ist, es kann ja auch windig sein, das Blei liegt ja am Grund immer noch und hält die ganze Montage da, wo ich auch hingeworfen habe. In der Nähe von einem Baum, in der Nähe von einem Berg, in der Nähe von Topspots. Sie kann nicht abtreiben, sie bleibt da. Das ist auch ein Riesenvorteil dieser Montage. So, natürlich, wir angeln ja gerne nachts und deswegen eine Pose, die man mit Knicklicht versehen kann. Man kann natürlich auch Posen mit LED nehmen. Das ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen, aber eine Knicklichtpose ist mein Favorit. Genau, diese Montage ist meine Lieblingsmontage im Sommer. Die werden wir jetzt bestücken, auswerfen und dann gucken wir mal, was geht. Der eine oder andere fragt sich natürlich dieses Anti-Tangle-Buben. Rutscht das auch auf der Leine oder auf der Schnur? Nein, ich fixiere es. Man kann es zweierlei machen. Man kann natürlich auch mit Gummistoppern zum Beispiel auch dieses Anti-Tangle-Buben fixieren. Ich nehme gerne entweder eine Kombination aus dessen oder eben Bleischrote, weil so kann man auch die Pose so weit austarieren, inklusive Köderfisch, dass natürlich auch der Widerstand beim Biss und beim Abzug des Fisches so gering wie möglich ist. So dass die Pose wirklich nur ein Stück rausguckt. Ich sehe das Knicklicht und der Fisch kann abziehen und merkt eben so wenig wie nur möglich. Deswegen, das ist bei dieser Montage, finde ich auch sehr wichtig, dass es eben nicht rutschen kann. Ich bin immer sicher, ich weiß immer, mein Köder treibt in 1 Meter Wassertiefe oder in der Tiefe, wie lange ich mein Vorfach wähle. Für mich ist auch gerade in Sachen Anköderung ganz wichtig, wie man gerade den Köder bei dieser Oberflächenmontage auch richtig anbietet. Und für mich ist wichtig, natürlich anzubieten. Und ein Köderfisch ist immer in der Waagerechte, in der Regel meistens. Und genau so möchte ich auch, dass der im Wasser steht. Und deswegen biete ich oder werde ich den Haken oder mache ich den Haken immer so rein, dass der Fisch in Waage im Wasser steht. Das ist für meine Begriffe besser und die Bisse im Laufe der Jahre geben mir auch recht, dass genau so muss er hängen. Und dann klappt es auch mit dem Fisch, hoffentlich. Werfen wir aus.
Man sieht jetzt wunderbar, wie die Pose unter Wasser gezogen wird und kommt dann gleich wieder hoch. Und wenn ich jetzt quasi, das Blei liegt dort, die Montage liegt dort. So, wenn ich jetzt ankurbel, sieht man, wie die Pose weggeht. Mache ich den Bügel wieder auf, steht sie oben. Das ist eben das Schöne bei der Montage. Ich weiß, die Montage treibt nicht ab, sie bleibt dort und der Köderfisch ist 1 Meter unter der Oberfläche. Jetzt müssen wir nur abwarten und hoffen, dass es beißt. Ringe. Wie gesagt, hängen in vielen Angelläden. Viele wissen gar nicht mit umzugehen. Für mich ein ganz wichtiges Utensil. Heute ist natürlich wenig Wind, aber das ist nicht immer so, gerade im Herbst und im Winter. Diese Ringe hänge ich gerne extra ein. Und warum hänge ich diese ein? Wie gesagt, Wind, Strömung. Selbst im See, bei Winden haben die oft Drehströmung. Das bewirkt natürlich, dass irgendwo immer wieder etwas Schnur abgezogen wird. Ich hänge diesen Ring ein, ganz normal, mache den zu, lege diesen ab. Und nun kann ich sicher sein, dass keine Schnur abgezogen werden kann. Und wenn dieser Pieper losgeht, dann nur, wenn es beißt. So, die Fallen sind gestellt. Jetzt wird es bald dunkel. Fisch kann jetzt kommen. Lasst uns hoffen. Guck doch mal, wie der läuft. Der hat direkt vorne an der Kante, so wie es oft ist. Die Fische ziehen nicht mitten auf den See, sondern direkt vorne an der Kante und geht schön der Kante lang. Oh, ist das schön. Was ist das? Ich sag ein Aal. Was? Ich sag ein Aal oder ein dicker Zander. Zander ist auch gerne, die kleineren Zander weniger, die großen sind eher behäbiger. Guck mal, er nimmt richtig gut Schnur. Meinst du, ob ich schon anhauen kann? Ich würde ihm einen geben jetzt. Ja, ne? Geht er nun schon wirklich? Okay. Bügel zu. Schnur wird stramm, Schnur wird stramm. Er läuft, er läuft. Jetzt steht er. Ich probiere es jetzt einfach. Oder meinst du, er schluckt gerade? Ich würde ihm jetzt eingeben. Okay, ich probiere es. Probier es mal. Ja. Ja. Oh ja. Oh, das ist schwer. Direkt vorne an der Kante ist das Wahnsinn. Alter! Alter! Oh! Oh. Guck! Alter! Das ist der mega fette Wahnsinn. Kommst du nicht rein? Er ist drin! Er ist drin! Oh. Alter, geil! Leute, Wahnsinn! Ein Stress, wie gesagt, wir hatten uns gerade hingesetzt. Der Köder ist vielleicht eine halbe Stunde drin. Wir hatten noch ein wenig weiter entfernt von unserem Camp 2 Routen ausgelegt. Pose weg, Schnur lief, absolute Hektik. Und guckt euch bitte diesen Aal an. Ich weiß nicht, 90 cm, also ich weiß es nicht, gut, vielleicht 3 Pfund schwer. Ein Megafisch. Guckt den euch an.
Hammer, Hammer. Petri Steve, genau. Fisch. Und Wahnsinn. Und auf Rotfeder, wieder auf Rotfeder, mitten im Freiwasser. Da sind die großen Aale unterwegs. Das ist meine Granate. Das ist ein Fisch, oder? Guck ihn dir an. Fett. Petri. Bierflaschendick. Jawohl. So Leute, bis jetzt hatten wir einen wunderschönen großen Aal. Doch schon ganz schön viel Arbeit irgendwie. Ich bin jetzt wirklich richtig fertig. Wir werden uns jetzt ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Hoffentlich nicht allzu lange, wenn der Bissmelder dann hoffentlich irgendwann jetzt demnächst mal losgeht. Schön wäre doch, ein Stündchen schlafen zu können. Morgen früh geht es ja gleich weiter, aber da steckt man nie drin, man weiß es nie. In diesem Sinne, gute Nacht und dicke Fische uns. So Christian, jetzt haben wir auch unseren Zander ausgeschlafen. Petri, ja. Oh ja, und dann hat er noch die Schnur von der Route nebenan mitgenommen, aber ja, hat ja alles gepasst. Ah, herrlich. Hauptsache Fisch ins Kescher. Herrlicher Fisch. Ah. Toll. Was wird der haben? 60 vielleicht? Aber ein wunderschöner Zander. Ach, ich liebe diese Fische. Und es ist sie mit Köderfisch zu fangen noch mal auch noch ein bisschen geiler. So. Mann, hat der den Köderfisch voll weggeschluckt. Die Rotfeder sieht man nicht mehr. Ist das geil? Oh, Christian. Der zweite Aal. Ja, 6 Uhr, kurz nach dem Zander. Die Fische scheinen aktiv zu sein. Oh, ein schönes Tier. Ein schönes Tier. Ach, krieg mal. Schöner Fisch. Petri. Petri, jawohl. Jawohl, Steve, was für eine geile Nacht. Petri. Ja, geile Nummer, fand ich auch. Ja, zwei Aale, ein Zander und ja. Dann besonders diese Oberflächenmontage mit der Pose und dem Blei davor fand ich wirklich praktisch. Mhm. Werde ich bei mir mal ausprobieren an den Gewässern, weil besonders wenn man so eine Strömung im See hat und immer die Pose neu auswerfen muss, und die von den guten Stellen wegtreibt, finde ich sowas wirklich eine tolle Idee. Ja, genau. Perfekt. Also wie gesagt, dafür ist diese Montage ganz genau gemacht. Aber ich muss auch noch mal sagen, ein Top-Finale jetzt am Morgen noch mal kurz, ja, Action. Jeden Fall. Zwei Fische kurz hintereinander. Also ein Traum. Und wie gesagt, eine Vollmondnacht kann immer gut und die kann immer schlecht sein. Ja, ja, in der Nacht ging wirklich gar nichts. Ne? Und wir haben geschlafen, aber heute Morgen um 4 da wurde es schon hell. Die Nächte sind sehr kurz und dann, ja, das Morgengrauen war noch richtig schön. Actionreich. Ja. Geil. Toll. Ich bedanke mich bei dir. Ja. Danke für die tolle Angelnacht und euch Leute, macht's mal nach. Die Montage hat es wirklich in sich. Ihr habt den riesen fetten Aal gesehen, der drauf gebissen hat. Und ja, geil. Mhm. Schön. Ich freue mich aufs nächste Mal. Du bist herzlich eingeladen. Danke dir. Leute, viel Spaß beim Angeln. Haut was raus. Bis dann. Petri.